Ihr sitzt auf einer alten, leicht morschen Bank, die ein altes, aber sehr bekanntes Rentnerehepaar auf dem kleinen, wundervollen Hügel über den Feldern des ortsansässigen Bauerns gespendet hat. Die Sonne geht langsam unter und färbt das Weizenfeld in ein goldgelbes, gar mystisches Licht. Ihr schaut über die einzelnen kleinen Häuser hinweg. Kein einziger Wolkenkratzer, keine einzige Betonbaute weit und breit. All das könnte man als Dorfromantik bezeichnen. Und so nennt sich auch das Spielchen, das ich euch heute vorstellen möchte, Dorfromantik. Ein wirklich schon fast märchenhaft altdeutsch anklingender Name. Allein dafür muss man schon mal Props ausgeben, denn das wird bestimmt für die ein oder andere witzige Aussprechweise bei den internationalen Kollegen und Kolleginnen sorgen. Ich habe dieses Aufbauspielchen, wobei ich es eher als Aufbaupuzzler bezeichnen würde, auch schon im Stream gezockt. Deswegen habt ihr hier oben rechts einen Highscore von 8040 stehen und ich kann euch auch wundervoll so ein bisschen erklären, wie das denn hier so rundum und rundherei funktioniert. Grüße gehen hier nochmal raus an die vier Jungens, ja, soweit ich informiert bin. Luca Langenberg, Sandro Heuberger, Timo Falke und Zwie Zausch aus Berlin, denke ich mal. Ne? Hier steht das von Medienboard Berlin Brandenburg, weil einer von denen, oder vielleicht saßen sie auch alle vier gemeinsam vorm Rechner, war tatsächlich im Stream, im Chat dann auch mal noch zu Gast. Ich wollte aber noch kurz erwähnen, wenn man so einen Titel wie Dorfromantik rausbringt, dann könnte man das auch konsequent auf die Entwicklerschmiede übertragen und dann nicht sowas wie Tucana Interactive nehmen, sondern, keine Ahnung, eher Tucan Interaktive, aber haftungsbeschränkte GmbH, Medienproduktionsgemeinschaft. Das geht doch viel leichter von den Lippen. Starten wir ein neues Spiel. Wir starten mit einem einzigen Hexagon und unsere ganze Welt, die wir so zusammenbasteln, die besteht auch aus mehreren Hexagons. Unten rechts haben wir ein Deck, darin befinden sich aktuell 40 solcher Karten. Es soll wohl auch an irgendein Brettspiel dementsprechend erinnern. So ein bisschen Siedler von Catan-Vibes bekommt man natürlich auch noch dementsprechend mit rein und es mutet auch insgesamt ein bisschen brettspielartig an. Unsere Aufgabe ist es, aus den Karten, die wir hier reingelegt bekommen, eine möglichst große Landschaft inklusive Dorf, kleinerer Dörfer, Flüsse, Eisenbahnen, Wasserbahnhöfe, Wälder und sonst was zusammenzubauen. Und dabei sollte man immer schauen, dass das alles möglichst gut zusammenpasst. Und dann kann man kleinere Aufgaben lösen und verdient sich dadurch wieder Karten hinzu. Wenn alle Karten weg sind, dann ist die Runde auch vorbei. Und alles wird dem Erdboden gleich gemacht sozusagen. Und man kann sich nur noch dran erinnern. Das ist jetzt für den Start hier erstmal eine bescheidene Karte. Hier ist nämlich gar kein Gras oder irgendwie sowas. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Wir haben jetzt hier zum einen Wald und wir haben zum anderen Feld. Und das baut sich dann so schön mit der Zeit auf. Ne? Wirklich so wundervoll. Ich setze so langsam, ne? Ich setze wirklich sehr langsam. Ihr seht das jetzt hier gleich. Ich habe hier einen Wald und da habe ich auch die Bedingung oder die Aufgabe drüber, dass der Wald sich gerne mit 7 weiteren Bäumen sehr wohl fühlen würde. Das ist sehr wenig für einen Wald. Und wenn ich ihn jetzt hier anschließe, dann habe ich direkt eine perfekt passende Bedingung. Die habe ich dann gleich erfüllt und erhalte dadurch Karten dazu. Das sieht man auch, ne? Wenn ich jetzt so rumdrehen würde, dann leuchtet da nichts irgendwie noch so ein bisschen auf. Wenn ich das aber so rumdrehe, dann zack. Passt das und ich habe gleich schon mal ein paar Karten dazu bekommen und natürlich dementsprechend auch bessere Punkte. Je besser was zusammenpasst, desto schöner wird es dann dementsprechend belohnt. Man kann auch hier rauszoomen und reinzoomen und drehen kann man die ganze Geschichte auch, also all das, was man so kennt. Es erschließt sich aber auch gleich, wenn ich ein bisschen weiter spielen werde. So, hier haben wir jetzt den Start unseres kleinen Dorfes, die erste Dorfkarte, gemeinsam mit einer Gleiskarte. Und hier ist auch die Mission, eine Verbindung dementsprechend zu schaffen. Müssen wir mal gucken, was da vielleicht gleich dann dazu kommt. Hier könnte ich jetzt schon mal ganz toll Felder anschließen. Ihr seht das, wie sich hier die Zahlen dementsprechend verändern. Wenn ich jetzt hier gleich nachher weiter so einen Wald rumbaue, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, hier den Waldanschluss auch bereit zu halten, um das dann gleich so weitermachen zu können. Man bekommt auch neue Karten mit dazu. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel schon mal so ein Boot dazu bekommen oder eine Lokomotive, die ich noch nie gesehen habe. Hier oben rechts gibt es auch nochmal so größere Hauptquests, ja, einen Highscore von 10.000 Punkten sogar mal zu erreichen oder eine Zugstrecke mit mindestens 25 Schienen. Die aktualisieren sich immer, wenn man eine neue Runde startet. So, und jetzt werde ich mal weniger erklären hier an der Stelle und mehr zusammenbasteln. Guck mal hier, das passt zum Beispiel jetzt schon mal ganz schön hier. Man muss immer so ein bisschen wählen,
zwischen baue ich auf Optik oder baue ich auf Effizienz, hier immer möglichst viele Aufgaben lösen zu können. Aber jetzt am Anfang ist es eigentlich noch recht einfach. Hier kann ich jetzt zum Beispiel gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich hier muss noch ein Feld dazu, da müssen noch zwei Felder dazu. Wenn ich sie anschließe, sind sie alle in Verbindung. Habe ich fast gerade nicht getraut zu drücken, weil es so aufregend war. Und habe ich dann damit auch wieder diese Quest gelöst. Das passt zum Beispiel hier auch super duper hin, um hier die Strecke starten zu lassen. Und ich denke mal so, weil dann können wir hier gleich so einen Flussspaß drumherum basteln. Das hier passt jetzt natürlich nicht perfekt ran, weil ich jetzt hier Wald in mein Dorf eigentlich reinpacke. Aber ist jetzt eben eine Optikentscheidung. Ich finde, das sieht so schön aus mit der kleinen Hütte, die da nochmal dazukommt und so ein bisschen Feld und so ein bisschen Wald. Deswegen mache ich das einfach mal. So, jetzt habe ich ein komplettes Wasserteil. Das kann ich überall hinpacken, wo ich es hinpacken möchte. Hier will ich eigentlich eher nochmal so etwas längeren Fluss zusammenbasteln. Deswegen lege ich das erstmal so ein bisschen außerhalb hin. Hier, so als geht da so ein bisschen so ein See vielleicht los, ne? Da ist auch direkt ein Boot dabei. Ein Bootilein! Es ist direkt ein Bootilein dabei. Ja, komm, dann machen wir das doch hier so. Dann führt hier der See wieder raus. Da ist ja auch Waldgebiet, das passt eigentlich ganz gut. So, das Boot, das schippert jetzt hier dementsprechend herum. Ich habe gerade wirklich, während ich schippern gesagt habe, wunderschön noch gepfiffen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das können wir schön hier einfach mal hinpacken. Wir wollen ja schon ein etwas größeres Dorf noch zusammenbasteln. Und die Drehung des Flusses, ich glaube, das würde ich weiter hier ansetzen. Hier kommt ja nach wie vor vielleicht noch irgendwie so ein kleines Farmgebiet mit hinzu. Das wäre schon nicht ganz schlecht. Also man versteht sehr, sehr schnell, wie es funktioniert. Es wird dann natürlich so richtig spicy. Erst mit der Zeit, wenn die Karten weniger werden und man merkt, jetzt muss ich irgendeine Aufgabe lösen, um irgendwie nochmal an Karten zu kommen. Ansonsten ist es vorbei. Ist es alles ausgelaufen. Alles ist over. So, das ist ja alles nicht so ordentlich. Und man kann Gebiete auch abschließen. Da werden wir aber erst später nochmal herangelangen. Ich bin mir hier jetzt noch sehr... So könnte man das natürlich machen. Dann hätte man hier dieses kleine Feld gleich abgeschlossen. Aber es macht wohl mehr Sinn, hier weiter so ein bisschen anzuschließen. Und dann die Felder... Ja, so ist eigentlich ganz okay. So ist ganz okay, weil wir gehen hier eh noch weiter mit den Feldern und haben dann hier auch so ein bisschen den kleinen Wald abgetrennt. Das ist so schon in Ordnung. Das sind irgendwie ein bisschen... Bisschen komische Karten hier und da. Das ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen komisch, finde ich sie an der einen oder anderen Stelle. Das sind sehr kleine Waldstreifen, die ich hier bisher zusammenbastel. Das würde natürlich... Ja, ich will hier eher so einen See, ne? Ich will eher so einen See. Würde ganz gut passen, aber wir können hier auch schauen... Das sieht nicht so geil aus. Ich muss das irgendwo hier oben verwursteln. Mache ich da vielleicht später nochmal eine zweite Bahnstrecke auf. Ja, mache ich einfach mal so. Ah, ich habe auch gleichzeitig was gelöst. Das passiert auch manchmal einfach aus Versehen, weil mein dorfromantisches Hirn, ja, das natürlich komplett durchgeprägt wurde. Ich weiß einfach, wie Dorfromantik auszusehen und sich vor allem auch anzufühlen hat. So sieht es nämlich aus. Ich weiß, wie die Dorfromantik sich anfühlt. So, ja, machen wir einfach mal so. Wieder eine Aufgabe gelöst. Wundervoll. Das Dorf, das fühlt sich wohl. Weil wir hier gut und gerne leben. Ja, es passt halt irgendwie geil rein mit den Feldern. Es ist jetzt nicht so sinnvoll gearbeitet, was ich hier mache. Aber das ist am Anfang auch noch nicht so schlimm. Wir müssen später schauen, wie das irgendwie mit dem Anschließen läuft. Wir haben schon 58 Karten hier wieder gearbeitet, weil ich eine Quest nach der anderen wegballer. Da kann man dann schon auch so ein bisschen einfach nur auf Optik spielen. Optik, Moptik und so weiter, ne? Da muss man sich doch wirklich hier keinen Kopf machen. Ja... Schließen wir die Hütte hier so ein? Mit Feldern? Ja, hier wohnt so ein Farmer. Ganz allein. Bisschen gruselig auch. Aber der wohnt da in seinem kleinen privaten Waldstück, in dem er auch nur wirklich die ganz speziellen Bäume pflanzt, in die er sich immer wieder verliebt. Der steht nämlich einfach auf Bäume. Ja, don't judge. Er steht auf eine bestimmte Baumsorte, weil die haben wirklich ein wundervolles Astloch. Und dann kuschelt er einfach so ein bisschen mit denen. Und währenddessen baut er hier noch irgendwie so ein bisschen Weizen an, wie ich es im Intro erwähnt habe. Hier müsste dann irgendwo, irgendwo sich die Bank auch wieder befinden. Bauen wir mal ein bisschen aus. Müssen wir auch raus. Hin und wieder gibt es auch so ein Hexagon, wo man hinarbeiten sollte, um nochmal ein bisschen was freizuschalten. Der Wald hier braucht 93 Bäume plus. Damit kann ich ja vielleicht sogar dienen. Wir schließen einfach mal hier so an. Erarbeiten den Waldstreifen immer so ein bisschen weiter.
Das sieht doch auch ganz gut so aus. Hier sind so ein bisschen die Bäure. Ja, hier geht's so ein bisschen los mit der Bäure. Die da schöne Wengle hier was zusammenbasteln. Hm? Die müssen zwar ein bisschen laufen bis zur nächsten Bahnstation, aber die führt ja zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nirgends hin. So, und es gibt auch wunderschöne Windmühlen, die man hier rinbasteln kann. Und die Windmühlen, die mögen natürlich besonders Felder. Das ergibt ja auch Sinn. Ne? Deswegen, das sieht eigentlich hier so schon mal ganz gut aus. Da haben wir ein bisschen Anschluss dementsprechend rein geschaffen. Und jetzt so langsam bemerkt man schon, was auch so abseits von Puzzeln einfach der Charme dieses Spiels ist. Nämlich nach und nach baut sich eine wirklich schön ineinander greifende Landschaft auf. Und das besonders Schöne daran ist, dass man immer wieder dieses Gefühl bekommt, als würde man in echt puzzeln und packt so das letzte passende Puzzlestück herein. Und das wird hier aber eben immer wieder hervorgerufen. Guck mal, das könnte hier schön so ein Flussverlauf inklusive Bahnverlauf werden. Ich habe schon wieder ein Boot. Aber das wird hier dann was richtig mit meinem See, mit meinem Tümpel, den ich hier zusammen basteln will. Das ist ein fast schon etwas gefährliches Unterfangen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich schwierig, da ordentlich Anschluss zu finden. Da passt ja dann nur Fluss oder noch mehr hin. Und ich hoffe, dass es hier nachher keinen Crash gibt zwischen den zwei Booten. Das wäre schon ganz schön gemein gewesen. Ich glaube, ich habe gerade eine Kuh gehört. Die Paula ist eine Kuh. Ah, ah, die macht nicht einfach Mu. Ja, den Bulling, der hat Flängen. Kannst du löffeln oder schlängen. Indoktriniert. Vollkommen indoktriniert durch diese Wohnung. Werbung. Ein Hahn hat gekräht. Weil dem Hahn auch aufgefallen ist, das passt natürlich sehr toll. Es sieht ein bisschen schlammig aus in diesem Dorf. Ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen Grün ins Dorf reinbringen, aber jeder wie er möchte. Hier, nee. Ich würde eher hier so die Feldkombo. Ich lasse das hier nachher so entlang laufen. Deswegen kann ich das mit dem Feld, glaube ich, ganz gut hier vertreten in die Richtung. Ja, machen wir doch einfach mal so. Einfach mal auch keine Angst davor haben. Sollen Leute am See wohnen? Die reichen. Ich habe mir ein Haus am See gekauft. Gerta, du glaubst es nicht. Wirklich. Ein Champagnersee. So, die wohnen hier mit ihrem Champagnersee. Beide gegenüber, beide sehr reich. Ja, wirklich sehr erfolgreiche Startups, die hier mit Kryptowährungen die ganze Elektrizität des kompletten Landkreises aufbrauchen. Sag mal, wie es ist. Immer diese Kryptominer, ne? Aber das sieht schön aus da oben, das gefällt mir schon mal richtig. Ja, würde so gut passen. Wird man auch was lösen mit, aber dann müsste da oben gleich wieder ein nächstes Dorf hin. Passt aber eigentlich ganz nice. Ja, dass hier dann so das nachher entlang geht. Ich mache hier schon mal so eine zweite Zweigstelle auf, was Dörfer angeht. Das ist auch ganz schön. Das würde auch hier ganz gut passen. Ja, guck mal. Die haben ein Feld, ein Fliederfeld oder Lavendelfeld. Das haben sie eben hier auch noch vorhanden. Da schnüffeln immer alle fleißig dran. Die sind alle lavendelsüchtig. Ansonsten kann dieses komplette Dorf hier nicht mehr einschlafen. Ich nenne es einfach mal Lavendeldorf. Lavendlien. Lavendeltown. Lavender. Lavendia. Ist ein bisschen wie Pokémon. So, was machen wir die hier? Oh, toll. Ja, ist genau so. Schöne Sache. Und währenddessen die beruhigenden Klaviergänge im Hintergrund. Guck mal hier, das passt auch gut. Hier muss aber eine 26 rauskommen. Hier ist wieder irgendwas mit Feld. Wäre so sehr gut. Mach mal auch so. Dann können wir hier nachher verbinden, dann hat man da schon... Oh, guck mal, wir kriegen ja hier gerade wirklich passende Karten. Wirklich so passend. Es ist wunderschön. Toll. Wirklich eine tolle Sache. Hier haben wir gerade schon so Grenzen gesehen. Die werden später nochmal wichtig, wenn wir kleine Fähnlein bekommen. Und damit meine ich nicht Fähnlein, Fieselschweif. Oh, hier kurz einen Schluck Kaffee trinken. Wer Fähnlein, Fieselschweif nicht richtig ausspricht, hat als Pfadfinder versagt. Oh Gott, die Zeit vergeht schon wieder hier so schnell. Das wird vielleicht eine etwas längere Aufnahme, aber wo, wenn ich hier mit dem Ganzen dementsprechend Platz geboten? Muss ich so machen, sieht sonst alles doof aus. Die Abzweigung. Die machen wir einfach so. Guck mal, dann können wir hier auch gleich wieder Felder hinpacken. Würde auch natürlich hier vielleicht noch ganz gut passen. Ja, damit löst man auch die dementsprechende Quest um die Windmühle herum. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Wir werden es wahrscheinlich bei meinem läppischen Spieltempo gepaart mit meinem gewaltigen Skill einfach nicht verlieren zu können. Werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, die Runde durchzuspielen in diesem Video hier. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, das sieht toll aus!
Waldgebiet könnte ein Problem werden. Das schließt hier nicht mehr wirklich an, sondern ist schon so halb abgeschlossen. Ja, jetzt brauchen wir hier noch so ein bisschen den Fluss hier. Oh, der geht hier richtig raus in Wald und Wiesen, in die weite Flur hinein. Ja, finde ich das gut so? Ja, ich kann ja noch weiter anschließen. Mache ich so, finde ich gut so. Hier könnte ich ein bisschen dicht machen. Aber hier auch so, dann wäre es nur so ein kleines Feld. Ich bin kein Freund davon, so viel um die Dörfer herumzubauen. Die sollen schon auch so ein bisschen Stadtgrenzbereich haben. Wie es halt in echt dann auch häufiger mal ist. In Unterdiegesheim oder ähnliche Buxtehude. Oder wo es auch immer lang geht, gell? Hier kann dann noch so außerhalb so ein Eremit wohnen. Ausgestoßene. Die Familie wurde ausgestoßen. Die hat einmal was beim gemeinsamen Weißwortfrühstück gesagt, was absolut nicht klar ging. Ja, es war wirklich ein Witz, der war völlig daneben. Haben mich Witze gemacht über den Mittagstisch. Ja, beim Metzger Gruber. Und wer der Metzger Gruber beleidigt, der fliegt raus. Klar, sie meinte eigentlich nur, hey, neulich der Mittagstisch fand ich 20 Pfennig zu teuer. Aber wo kommen wir denn hin, wenn sowas kritisiert wird? Wieder eine Bahnstrecke. Passt mir aber ehrlich gesagt... Ah, na aber doch, passt mir natürlich ins Löchel hinein. Das wird dann hier, brauchen wir eine krasse Kurve wieder. Aber passt eigentlich gut so. Ich mach mal. Oh, und da kriege ich direkt die perfekte Kurve. Das wird so eine richtig tolle Verbindung hier rum. Ich spür's schon. Ich kann es schon spüren. Und ich baue weiter hier auch trotzdem die Bauerngemeinschaft aus. Hier wohnen die Bauern und Bäuerinnen. Bäuerchen machen die vielleicht auch häufiger mal. Das braucht 8 plus, wenn ich das... Das ist jetzt zum Beispiel auch hier so, ne? Mehr ist nicht immer besser. Wenn ich halt zu viel habe und das jetzt direkt anschließe, hier bräuchte ich 8 Felder drumherum, dann geht mir die Quest gleich flöten. Also ich kann das jetzt hier nirgendwo direkt anbauen, weil ich habe hier einfach schon so ein bisschen zu viel. Es wäre also vielleicht hilfreich, ein zweites Gebiet aufzumachen. Ich finde hier aber noch keins so richtig sexy. Deswegen mache ich eher den Anschluss hier ran. Ja, und kann hier dann nochmal weiter mein Bauerngebiet dementsprechend ausbauen. Hier macht es vielleicht schon Sinn, den Wald oder hier noch so einen zweiten Wald aufzumachen. Dann machen wir doch einfach mal hier so. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, wir haben wieder ein bisschen Fluss. Ein Fluss, der irgendwo hinführen kann. Das sieht doch ganz nett aus. Es wird häufig sehr flussverzweigt. Ich mag es nicht, wenn es dann so viele verschiedene Arme sind. Das muss nicht zwingend sein. Ich will hier lieber mal mit etwas größeren Wassermassen arbeiten. Mal gucken, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit nicht. So. Du kommst erstmal hier so hin. Ich dachte anfangs, das sind Wege, dass sie da alle entlanglaufen. Ist aber nicht, das sind Felder. Wunderschöne, tolle, starke und selbstbestimmte Felder. Wir müssen noch 3 ran. Jetzt, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber auch nicht, auch nicht perfekt hier die Kreuzung. Aber hier würde eine Kreuzung vielleicht ganz gut hinpassen. Mit dem Lavendelfeld, weil dann könnte ich hier mich nochmal so rumarbeiten und es wäre wirklich auch vielleicht alles verbunden. Auch sinnvolle Bahnstrecken. Man kann natürlich auch ganz sinnlos bauen. Du kannst ja auch Bahnstrecken bauen, die einfach nur im Kreis gehen. Ist dann aber vielleicht nicht die sinnvollste Variante. So, ich hätte hier schon wieder ein Bahnende. Guck mal, hier sowas könnte ich jetzt zum Beispiel machen. Sinnvoll, ne? Die Quest geht damit baden und ich habe wirklich die sinnloseste Bahnstrecke der Welt. Die so ungefähr 50 Meter lang in einem 50-Seelendorf ist, ja. Applaus. Das wäre natürlich eine richtig gute Angelegenheit. Ich lege es mal so ein bisschen an die Seite, was aber auch, guck mal hier, hier sollen wir eigentlich hin. Das taucht jetzt manchmal auf, ne? Also, warum ist denn das hier eigentlich so? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist einfach nur eins, das ist eigentlich schon gesetzt. Eigentlich müssen wir hier hin. Das hier kenne ich, wenn nur so eine Umrandung da ist, dann soll man sich da mal hinarbeiten. Das würde ich auch gleich ganz gerne machen, aber ich bin mir sehr unschlüssig, was mir hier präsentiert wird. Was ist das denn? Du, da gehe ich gleich hin. Ich gucke jetzt hier erstmal nochmal. Da, guck mal. Ja, das ist natürlich 1A. Das ist ein sehr guter Fit hier gewesen. Kommt man nochmal schön so ein bisschen ein kleines Haus zum Dorf hinzufügen. Ja, ich mache das jetzt mal hier so. Ah, guck mal, das offenbart sich dann auch. Da ist auch so eine richtig kaputte Tanne drin. Die habe ich ja noch nie gesehen. Richtig kaputter Baum. Oh, ich hätte wieder die Möglichkeit, hier ein weiteres Bootilein hervorzurufen. Aber lassen wir mal hier auch ein Boot entlangfahren, oder? Wobei, da brauche ich 4. Guck, das ist jetzt genau der Punkt. Das ist zu viel Anschluss.
Ich muss es eigentlich neu aufmachen. Ich glaube, ich mache das dann einfach mal hier so an der Seite. Ich bin einfach mal rotzfrech. Ich bin einfach mal ein rotzfrecher Boob. Ich muss ja eh auch weiter hier runter. Eigentlich, ich habe jetzt viele offene Quests. Da sollte ich so langsam mal wieder anfangen, welche zu beenden. Man sieht ja, mein Deck, das schrumpft dann doch nach und nach mir unter der Linse weg. Hier könnte ich den Wald noch ein bisschen erweitern. Das ist auch keine schlechte Sache. Man kann natürlich, also es gibt auch einen Perfect Fit. Ja, wenn ich irgendwo eine Lücke habe und alle Seiten andocken, dann sagt das Spiel, wow. Du alter Haudegen, es ist wirklich fantastisch. Das ist auch gut hier so. Kann ich hier erweitern? Ist das einfach. Dann fährt man dazu irgendwie dem Förster und holt so ein bisschen sich was ab. Schnupfen. Oder halt Holz. Schönes Holz. Ja, ich will weiter den Weg hier in die Richtung ausgestalten. Ich bräuchte halt hier mal wieder so richtig dickes Wasser. Ich habe ja auch wenig was ein bisschen. Ich bin schon sehr ausgebreitet. Ja, ich habe wenig zentrales Land bisher, sehr wenige Windmühlen auch aktuell im Deck so rumbekommen. Kommt das da unten? Machen wir das da unten hin? Guck, das wäre zum Beispiel auch relativ sinnlos, ne? Man sieht's. Nein, ich finde das alles nicht so gut. So ist vielleicht noch am besten, dann können wir hier so eine Drehung machen. Warum auch immer die existiert, irgendeinen Sinn wird es schon haben, ne? Was machen wir mit dir hier? Du bist Feld, Wald und Dorf zugleich. Das sieht doch eigentlich ganz süß aus, oder? Finde ich ganz süß, mache ich so. Weiter die Feldverbindung auch so ein bisschen aufrechterhalten. Vielleicht bekommen wir ja irgendeine große Feldmission noch rein. Ich kann mich schon gar nicht mehr Feld sagen hören. Immer wieder Feld. Was fällt denn jetzt? Oh, guck mal, schon ein zweites Boot. Alter, das ist so eine richtige Bootstrecke hier. Aber geil, ne? Mit all den, hier durch den Wald hindurch. Das ist doch unglaublich. So, hier haben wir 31, hier haben wir noch 16. Vielleicht können wir da später zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwie schlagen. Versuch mal den Anschluss hier zu wagen. Und hoffentlich wird er von Erfolg gekrönt sein. Was haben wir noch offen? Was mit Gleisen sollte ich mal machen? Hier kann ich so einen Felderanschluss zusammenführen und habe hier unten auch so eine Feldzusammengehörigkeit. Das ist perfekt. Hier mache ich jetzt einmal Feld und einmal Wald. Deswegen gibt es auch hier schön 30 Punkte oben drauf. Und ich habe meine erste Lokomotive. Ich glaube echt im Stream, in beiden Runden hatte ich noch nicht die Möglichkeit, eine Lokomotive wirklich wohin zu setzen. Und da freue ich mich jetzt natürlich besonders drauf, die so ein bisschen hier durch die Gegend fahren zu lassen. Es passt auch perfekt hier zu meinem Ursprungsdorf hin. Und ich löse gleichzeitig auch nochmal diese Quest damit. So, jetzt zuckert die da rum, immer noch ein bisschen sinnlos. Die kann so maximal die Milchflaschen irgendwie vor die Tür stellen. Und sie hat auch eigentlich gar keinen Waggon. Das ist einfach nur so ein Typ, der einfach ganz gerne Lokomotive fahren würde. Und hat gesagt, komm, wenn das sonst niemand macht, mache ich das. Aber ich liefere auch nichts. Sie macht das einfach nur zum Spaß, weil ich die ganze Zeit von oben nach unten. Wird natürlich relevanter, sobald wir hier unsere Strecken dementsprechend verbinden können, ja. Dann kann die Lokomotive vielleicht durchs ganze Land fahren. Und dann hat zumindest die Lokomotive mal was zu tun, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die beiden Boote hier, die sind auch eher so ein bisschen traurig. Zack, Crash. Wo packt man dich denn hin? Hier wäre irgendwie ganz nett. Ich weiß nicht, passt einfach ganz gut. Dann könnte ich da nämlich auch das Feldgebiet hier abschließen, wenn ich einen Einsamer noch habe. Ja, haben wir eigentlich irgendwo eine Fahne inzwischen? Nee, weil ich spiele sehr ausgebreitet. Ich breite mich richtig aus. Hier sollen 26 Felder anschließen. Hier wird also ein riesiges... Deswegen, ich schlage hier erstmal so eine Verbindung rein. Hier wird ein riesiges Feldergebiet entstehen. Das wird wirklich wahnsinnig groß. Hoffentlich auch wahnsinnig großzügig. Machen wir dich so? Warum nicht? So, guck mal hier. Jetzt kann ich hier nämlich zum Beispiel abschließen. 1a passt sogar noch zum Wall dazu. Da habe ich gut Punkte wettgemacht. Und nochmal gut Karten bekommen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mal die Situation, die ich die ganze Zeit... Nee, ist schon weg. Weil ich das wahrscheinlich gemacht habe. Die Flagge war da, weil ich hier abgeschlossen habe. Hier kann ich auch abschließen. Hey, aber leider nicht so, wie ich mir das wünsche. Wie ist dann? Passt hier ein Dorf eigentlich nicht so richtig, ne? Vor allem hier schon mal achtmal nicht. Das ist eigentlich eher jetzt so ein bisschen raus. Er ist dann halt vielleicht so eine kleine Minisiedlung. Das macht ja dann auch Sinn, dass das... Aber das wird dann schwierig, hier das Gleis dementsprechend hinzupacken. Ich guck mal, ob ich das nicht doch irgendwo anders
Ja, hier ist besser, ne? Aber dann komme ich auch hier schwer rum. Hier müsste eigentlich eine Station hin. Ja, also hier muss nachher was entlang führen, ja. Ich mach mal, ich muss ja hier auch eh das Dorf noch weiter hinbekommen. Das wird immer so ein bisschen luschern. So, hier gibt es auch noch, aber da würde ich gerne die Waldstücke eigentlich weiter benutzen. Ah, wobei, es passt eigentlich sehr gut, wenn wir hier das Feld irgendwie dementsprechend weiterführen. Und ich muss eh auch noch immer hier so ein bisschen darunter kommen. Ich mach das dann so, dass sich das hier so rumdreht. Ja, mach mal so, ich muss hier irgendwie... Ich versuche mal möglichst schnell darunter zu gelangen, um einfach mal zu gucken, was mir das Spiel denn da so vor die Flinte werfen will. Deswegen einfach mal irgendwie dementsprechend gemacht. Muss ja erstmal nicht schön aussehen. Ja, das war jetzt unlucky. Die Quest wäre hier eigentlich gewesen, ein großes Waldgebiet zu erschließen. Aber ich habe halt angedockt mit einem völlig falschen Teil, mit Feldern, und kann es deswegen jetzt völlig knicken. Dafür ist Bambi zu Gast. Es läuft da rum, stolziert da rum. Irgendwann kommen die Shots hier. Da, ganz klarer Jägerhaushalt. Jäger! Gut, das wird dann halt jetzt leider nichts mehr. Ist ein sehr kleines Waldstück. Ja, 4 Bäume, in denen aber gleich 2 Bambis leben. Nett. Wirklich nette Nummer. So, das passt auch sehr, sehr gut hier zusammen. Mache ich auch einfach mal so. Ich muss unbedingt jetzt mal wieder hier was lösen. Einfach, weil ich es will. Ne? Es muss was gelöst werden. Oh, das ist mit Bäumen. Mit Bäumen passt natürlich... Ach, das sieht so geil aus hier, ne? Also, das sieht so geil aus. Das sieht aus wie so ein Wildwasserpark. Und guck mal hier, ich habe ein Biom freigeschaltet. Quasi wieder eine weitere Karte. Hier in diesem Fall jetzt ein komplettes Biom. Das passiert dann halt hier und da mal so ein bisschen. Ich glaube, weil ich wahrscheinlich hier Landschaftsbauer 2 gelöst habe. Platziere insgesamt 500 Kärtchen. Das Fjord wird jetzt hier auftauchen. Da sieht man alle verschiedenen Karten. Fjord hier, Fjord da. Unterschiedlichen Untergrund eben, sieht man ja auch ab und zu. Gibt ja auch mal unterschiedliche Grünfärbungen. Hier muss ich auf alle Fälle auch weitermachen, ne? Ja, das passt gut so. Das passt toll so. Hier kann ich vielleicht mal weiter an meinem Dörflein basteln. Ich kann nur noch hier anschließen, oder was? Oder was? Eine Frechheit. Ich muss mir hier möglichst viel Dorf offen lassen. Ist eigentlich keine gute Karte dafür, aber wird schon irgendwie laufen. Wird es laufen. Es muss halt. Irgendwie muss es laufen. Muss doch irgendwie gehen. Hier, da brauche ich eher so ein Hoch und dann so ein Runter. Ach, ich bin mir hier noch wirklich unschlüssig, wie ich die Zugstrecken weiter verbinden will. Aber sinnlos da an der Zugstrecke rumbauen will ich jetzt eigentlich auch nicht. Deswegen, ich mache einfach mal hier so ein... Dann wird das hier so gedreht und dann hier so ein gerades Stück. Das wird schon... Das wird ganz klar, ne? Das ist gar kein Thema. Ist doch ganz klar, dass das was wird. So, ein Wasserbahnhof, liebe Leute. Ist eine gute Sache... Weil damit kann ich sogleich Wasser als auch eine Schiene verbinden. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Guck mal, wenn ich das jetzt hier dran habe, ne? Hier gehen die Schienen rein und da das Boot. Leider kann dann das Boot nicht auf den Schienen entlangfahren oder die Lokomotive durchs Wasser. Die von Lukas und Jim Knopf hatte das bestimmt drauf. Aber die Gerätschaften hier leider nicht. Das nimmt jetzt jedenfalls langsam mal Form an. Finde ich auch ganz schön. Ich würde mir gerne noch mehr Gebäude mit diesem leichten Fantasy-Einschlag wünschen. Weil sowas gibt es ja leider nicht im echten Leben. Bitte eine Petition für Wasserbahnhöfe aufbauen. So, hier könnte ich eigentlich auch einen guten Fit machen. Oh, guck mal hier. Viele tolle, farblose Gebäude, die sich da befinden. Die sind alle ein bisschen traurig drauf da in dem Wald. Ganz schön düster, weil sie noch kein gutes Internet haben. Ja, haben ja sonst alle anderen. Überall Glasfaser hier bei mir. Das ist auch Dorfromantik. Ja, wenn man schön an der uralten Telefonbox rumvorwerken muss, um irgendwie mit Mühe und Not 30 Mbits rauszudrücken. So, wo kommt das denn jetzt hier hin, waldmäßig? Muss ja auch irgendwie geil passen. Das ist eigentlich gut. Ich kann hier den Wald weiterführen. Und dann kann ich da die 72 bestimmt noch irgendwie bei rausholen.
ist das gut hier so mit dem Fluss? Nee. Ist es nicht, war hier unten war da auch noch Fluss. Ja, das kann ich mir so vorstellen. Das machen wir einfach mal so. Hier habe ich immer noch Felder. Ich will hier eigentlich eine geile Verbindung herstellen. Da ist das aber nicht das passende Teil für. Machen wir so. Hier habe ich wieder was zum Drehen. Das wäre auch ganz gut so. Dann können wir hier nachher verbinden. Oh, und wieder eine Quest gelöst. Toll. Die Quest von diesem kleinen Bootilein da. Das kleine, glückliche Bootilein. So, hier muss ich jetzt nochmal... Ja, es wird schwierig, da alles gut anzuschließen, aber es dürfte gehen. Paul, nachher hier noch das passende Teilchen, um das mit den drei Häusern zu machen. Aber wir haben schon mal wieder eine Sache gelöst. Hier wäre es ein Haus zu wenig, weil hier sind nämlich nur zwei drauf. Aber die zwei würden vielleicht sehr gut hier reinpassen. Kein Perfect Fit, aber ein schöner Fit. Das ist natürlich sehr sexy jetzt eigentlich hier. Ich weiß gar nicht, wollen wir das genauso machen? Wir müssen dann hier natürlich eigentlich auch noch so eine Rumdrehung finden. Wie wäre es da oben? Na, hier muss eigentlich, dass die Bahn mal weiterfährt. Ist jetzt nicht perfekt, aber dass sie mal so ein bisschen mehr Spielraum bekommt, ist ja sonst schon das Gespött des Dorfes. Dorfgeflüster. So, das hier löst fast alle meine Probleme. Da unten ist ja noch richtig viel los. 26 plus. Was soll das für ein Feld werden? So, hier haben wir doch immer noch was mit Bäumen zu tun, ne? Etwas mit Bäumen zu tun. Dann rein da. Die wohnen wirklich richtig. In the Forest. Das hat ja auch gar nicht die Verbindung geschafft, oder? Das sind immer noch 72. Ein grünes Feld. Klar, ich würde auch gerne die Lücke hier mal irgendwie wegmachen, aber ich will da eigentlich überall Wasser haben. Das war mein Plan von Anfang an und den lasse ich mir nicht nehmen. Lass ich mir einfach nicht nehmen. Hier, mach ich hier mal zu. Schwierig, schöne grüne Wald- und Wiesen. Oh ja. Es nimmt die Form an, die ich mir wünsche. Ich will hier echt die Verbindung haben, dass der Zug schön bis zum anderen Dorf fahren kann. Denn da gibt's die beste Käsweckle. Köstliche Käsweckle gibt's da. So, hier drei. Nee, passt perfekt, Alter. Drei plus. Schön. Es läuft einfach ganz wundervoll. Oh, das sieht auch wieder toll aus hier. Ja. Meine Wasserstrecke. In die Unendlichkeit. Das können wir irgendwie so machen. Muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. Es muss auch ein bisschen der Hang zum Zufall, der Hang zum liebevollen Chaos. Der muss auch da sein. Der muss auch befriedigt werden. Der muss auch irgendwie passen. Wollen wir hier mal irgendwie so zumachen? Das sieht nicht, das ist keine schöne Stadtgrenze irgendwie. Das ist so eine... So ein Schlauchdorf ist das. Bleibt's aber irgendwie auch. So können wir hier jetzt mal... Ach nee, guck mal, geht alles schief. Geht alles schief, wenn ich das so mache. Aber hier kann ich ran. Kann ich ja dann irgendwie später noch verbinden. Das wird schon gehen. So, ich brauche immer noch hier Wald. Immer noch einen großen Wald, der hier irgendwie zusammengebaut werden muss. Ein großes... Ja, das ist ja gar nicht verbunden aus irgendeinem Grund. Schade, das sieht aus, als wäre es verbunden. Aber hier sieht man, ist keine Verbindung da. Deswegen ist mein Wald gar nicht so groß, wie er erstmal anmutet zu sein. Nein, er ist eher klein. So, jetzt wird das hier mal ein bisschen entschlaucht. Es dreht sich zumindest, der kleine Wurm. Ich sehe immer noch keine Fahne irgendwo, die ich euch mal demonstrieren könnte mit den Grenzen. Das ist entweder ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Das ist entweder spiele ich so unfassbar gut, dass es keinen Fahnen braucht bei mir. Aber guck, oh, ich kann perfekt abschließen hier. Geilo. Wie habe ich denn jetzt die Quest hier... Ich dachte, ich hätte die kaputt gemacht. Habe ich aber zum Glück nicht. Das war gerade kurz wirklich ein etwas skandalöser Moment. Ich hatte kurz richtig Bammel. Das passt hier schön zusammen. Das mache ich mal. Das sieht mir nach einem guten Ende für das Dorf aus hier. Passt einfach optisch ganz ordentlich. Jetzt endlich! So, jetzt kann ich endlich mal das noch zeigen. Dass manchmal so eine tolle Fahne hier auftaucht. Und dann sehe ich hier, wie ich das Gebiet... abschließen kann. Also ich habe jetzt hier eine offene Grenze noch zu diesem Feldgebiet und das gibt dann auch nochmal Punkte, wenn man die irgendwie dicht macht. Ich will sie ja aber vielleicht sogar verbinden. Oder ich möchte eigentlich noch demonstrieren, wie das mit dem Dichtmachen geht. Deswegen mache ich einfach mal so. Hier, ich kann jetzt hier zum Beispiel zumachen, dann verschwindet die Fahne und ich bekomme dafür auch nochmal 50 Punkte dazu. Das ist auch noch so eine Mechanik, die damit dabei ist. Es ist auch wirklich sehr, sehr schwierig hier irgendeinen Ausstiegspunkt für das Video zu finden.
Ich bin vor allem nicht so sehr zufrieden damit, euch so eine zerklüftete Landschaft hier zeigen zu müssen. Deswegen werde ich vielleicht ein wenig hier entgegen der Vernunft spielen. Oh, ich habe auch vollkommen einen Mist gebaut, fällt mir gerade auf, ne? Ich habe eine sinnlose Bahnstrecke provoziert. Na gut, also das hier wird jetzt leider nicht mehr so verbunden, wie ich das vielleicht vorhatte, weil ich hier irgendwo mal was dazwischen geklatscht habe, wie so ein Eumel. Wie so ein absoluter Eumel. Ich habe euch alle enttäuscht. Ja, sieht gut aus. So, aber das Dorf ist jetzt hier zumindest auch mal halbwegs zu Ende. Ich will zumindest hier noch irgendwie die Bahnstrecke vollenden. Solange diese Bahnstrecke nicht vollendet ist, werde ich dieses Video nicht beenden. Statement. Da fehlt mir sonst einfach der schweißtreibende Höhepunkt dieses Videos. Das hier wird irgendwie, keine Ahnung, die Strecke nach Rom. Oh, das ist aber sogar, das ist ganz gut jetzt hier. Da bin ich ja eh am Bauen. Wie so eine gute Kombo da irgendwie rauszubuddern. Hier kann meinetwegen wieder irgend so eine kleine Siedlung oder irgendwie sowas hin. So, ich glaube, nee, ach, ich kann immer noch nicht die Bahnstrecke hier vollenden. Da brauche ich so eine Kurve. Das kann hier hin. Ja, mach ich doch einfach mal. Wo auch immer das hier ist, was auch immer für eine Station. Irgendeine Station. Ich baue jetzt hier einfach viel Felder, wie ich das vorhatte. Ein Feld nach dem anderen. Unfassbar groß. Unfassbar schön. Das war auch ein guter Fit hier. Kleine Siedlung nochmal da unten. Klein und sympathisch. Ich bin so drin. Ich bin sowas von drin. In der Dorfromantik-Zone. Man macht einfach immer weiter. Man setzt immer wieder ein neues Teil. Ich habe nur noch 13. Vielleicht geht die Runde ja auch zu Ende. Vielleicht zeige ich doch eine komplette Runde hier. Das wäre aber eine jämmerliche Punktzahl, Alter. 3650 wäre eine jämmerliche Punktzahl. Da müsste ich mich ja als Dorfromanik-Profi direkt verabschieden. Was spricht eigentlich auch gegen so ein Epos-Video hier mal wieder? Sprach er, nachdem eigentlich wirklich fast jedes Video von mir jenseits der 20-Minuten-Grenze liegt. Aber hey. Hey, ihr steht doch drauf, oder? Ihr kleinen Splatter. Ich muss Quests beenden. So ist das jetzt einfach. Ich kann mich nicht länger. Ich habe super viele Bahnquests. Ich hätte jetzt halt hier eine sichere Bank. Oh, nee, warte. Ich kann es auch. Nee, wir können den nicht anschließen. Ich hätte halt hier. Aber guck mal, da ist mein. So kann ich ihn noch halbwegs retten, den See. Ich muss meine Quest beenden, um hier Sachen dazu zu bekommen. Es tut mir leid. Ich wollte hier ja auch einen schönen großen See eigentlich draus bauen. Aber das meine ich ja. Manchmal ist man dann leider dazu gezwungen, Dinge zu tun, die man. Aber ich mache zwar auch damit was kaputt. Aber es muss jetzt einfach sein. Oh, spüre das satisfying Gefühl. Klar, es war nicht perfekt, aber immerhin fährt die olle Lok jetzt richtig ihrer Wege. So, und das ist doch dann doch ein ganz schönes Abschlusswort für dieses Video hier. Vielleicht noch kurz die Quest da an der Stelle beenden. Vielleicht machen wir das noch, oder? Vielleicht. Ja, mal kurz ein bisschen anschließen, dann passt das hier eigentlich auch nochmal schön rein, dass da das Feld insgesamt, hier kann man nochmal eine schöne Runde machen. Das ist auch nicht schlecht. Es ist schwierig, hier den Absprung zu finden, Leute. Könnt ihr euch jetzt drüber lustig machen, wie ihr wollt. Aber ich muss hier irgendwie noch kurz vielleicht so, dann hat man hier wieder so ein bisschen Farm rein. Das finde ich eigentlich auch ganz gewitzt, finde ich eine ganz schöne Nummer. Hier haben wir immer noch keine effiziente Verbindung, aber wirklich die Lok, die, das freut mich jetzt auch, wie die da wirklich langfährt. Das hat sie sich einfach verdient. Das hat sie sich einfach verdient. Hier kann man auch wieder vielleicht eine neue Bahnstrecke nochmal aufmachen. Da passt der Wald noch irgendwie hin. Hier haben wir ja auch noch einen Wald, den man eigentlich irgendwie so ein bisschen abschließen müsste. Ja, da muss auch nochmal irgendwie hier und da vielleicht was fertig werden. Ich mache hier mal noch so, ich halte es mal noch so ein bisschen offen. Hier müssen wieder 30 Felder rangekarrt werden. Eieiei, oh, wir können richtig viel, glaube ich, später beenden. Ich kann nicht aufhören. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Das, guck mal hier, wie schön das da entlang fährt. Schau mal, wie schön das ist. Es ist so schön, wie das alles zusammenpasst. Hier zwei blaue Häuser nebeneinander. Beautiful. Wieder ein Waldstück, kann ich die Quest hier beenden. Beautiful. Schön, schön, wirklich. Und wir haben hier wieder, guck, jetzt würde mir der wieder vorschlagen, ey, mach doch mal den Laden zu.
Ich verbinde den Laden lieber nochmal komplett, weil ich finde, das sieht einfach schön aus. Hier mache ich auch nochmal ein bisschen Wald ran. An den Waldrand. Das ist doch wirklich. Das ist doch nicht. Oh. Aber dann mache ich hier auch die Quest mit kaputt, ne? Weil hier nur eins erstmal dran soll. Aber ist ja eh doof. Ist ja eh eine doofe Sache, das so zu machen. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, ist ja eh wirklich auch ein bisschen doof. So, was das hier, das wird dann so, das wird wieder sinnlos. Ne? Hier macht man am Ende so, was ist denn, so ein Kreisel hin oder ähnliches. Ich glaube, ein guter Abschluss wäre, diese Lücke hier einfach mal zuzumachen. Dass, wenn man so, dass man wirklich zusammenhängt. Ist eine große, dass ich mal reinzoomen kann und man hat ein großes Landschaftsbild. Wir sehen uns also in 3 Stunden wieder. Hier ist ja auch nochmal ein Bahnstück. Das hätte mir ruhig mal jemand sagen können. Du bist ein komisches Teilchen. Ich knatter dich mal eiskalt hier so hin. Ohne wirklich zu wissen, was ich mit dem machen möchte. Das sieht gut aus so. Ein bisschen Speedrun-mäßig mache ich das jetzt hier kurz. Wobei die Möglichkeiten ja, je länger man spielt, eben nicht kleiner werden. Sondern viel eher größer, mannigfaltiger. 35, wir haben so viele Feldermissionen. Das hast du wirklich noch nicht erlebt. Lass mal an. Oh, hier können wir wieder schön ein bisschen waldmäßig rankarren. Das gefällt mir besonders gut. Hier die 2 Waldboote, die hier durch die Gegend fahren. Die sind wirklich toll. Schade, dass das hier nirgends... Ah, hier passt es, habe ich es perfekt. Was hier mit der Bahnstrecke entstehen wird, Bahnstrecken werden sehr schnell sinnlos in diesem Spiel. Dass man sich denkt, ich weiß nicht, wo ihr hin wollt, aber okay. Irgendwo ist immer auch ein Ziel. Das müsst ihr wissen. Oh, ich bin ja am Verlieren. Das fällt einem dann auch so zufällig auf, aber jetzt mal ein Power-Move. Ihr dachtet, oh, der verliert. Was für ein Dombatz. Aber guck mal, wie ich die Quest hier löse. Vielleicht wird es doch eine komplette Runde. Trotzdem eine Trau... Oh, guckst du dir an. Oh, es sieht so gut aus. Es löst zwar mal wieder nichts, aber es sieht gut aus. Manchmal kommt es auch einfach darauf an. Auch das gefällt mir gut. Ich muss aber eigentlich Dinge lösen. Ich muss sie lösen. Ja, so wird das auch zumindest noch was. So wird das noch richtig was. Wieder eine Quest gelöst. Ich bin noch nicht am Ende. Aber auch hauptsächlich deswegen, weil ich halt so massig Felderquests hier habe. Also wirklich in Hülle und Fülle. Ist wirklich ein Feld nach dem anderen, was ich hier zusammenbasteln soll. Ja, machen wir so. Und ich bekomme zum Glück auch recht viele Felderkarten. Hier kann ich wieder was vollenden. Die Bahnstrecke ist eh sinnlos. So, also ihr seht, ich tue mir nicht die Schmach an, dass mir die Karten ausgehen. Ich möchte mit einer hoffnungsvollen Message hier zurückgehen. Ich versuche aber auch zum 5. Mal irgendwie hier das Video abzumoderieren. Und immer sehe ich da noch kurz irgendwas und denke mir so, oh, guck mal, wie schön das hier jetzt passt. Löst auch gleich wieder eine Quest. Da sind wir bei 17 Karten. Das schmeckt natürlich ganz besonders lecker. Hier könnte ich dann auch gleich wieder abschließen, wenn ich Bock drauf hätte. Ja, was soll man machen, ne? Was soll man tun? Ohne Flachs, was soll man... Hier, guck, das jetzt zum Beispiel, einfach damit man noch gesehen hat, eine wirklich sinnvolle Bahnstrecke, die ich da zusammengebaut habe. Hier könnte ich jetzt nur eine 2. Bahnstation reinbuddern, aber das... Machen wir mal so einen Doppelbahnhof. Komm, mal richtig upturn. Oder wohl, wir haben da hinten, glaube ich, noch eine Wassermission, ne? Ja, ja, ja. Das heißt, ich könnte hier auch nochmal einen kleinen Bahnhof hinbasteln. Hier so in die Mitte zum Beispiel. Das zerstört zwar so ein bisschen... diese selig durch den Wald laufende Flusslandschaft. Aber hier ist sowieso besser, weil damit mache ich mir die Quest dann nicht kaputt. So, guck mal, jetzt bin ich schon wieder über 20 Karten. Ich muss aufhören. Die Bahnstrecke führt auch irgendwann einfach ins absolute Nichts rein. Ich muss aufhören. Ich muss es tun. Ich muss es wirklich. Es reicht jetzt. Ja. Es ist 64, muss hier dran.
Oh, das kann ich, glaube ich, das kann ich sehr schnell lösen. Das kann ich bestimmt schnell lösen, ey. Hier ist ja noch richtig viel offen. Können wir schön das Dorf so ein bisschen weiterbauen. 355 beim Wald. Zum Glück habe ich einen riesigen Wald. Kann man das auch perfekt mal ranpacken. Und so einen Wald dementsprechend zusammenbasteln. Haben wir noch irgendwas mit Feldern? Wir haben auch noch was mit Feldern hier, ne? Ja. Guck mal, dann können wir hier zumachen, würde ich sagen. Dann ist das hier abgeschlossen. Machen wir mal so und dann können wir hier gleich nochmal... Ja, das ist eine gute Nummer. Es ist wirklich schwer, Leute. Bitte verurteilt mich nicht. Ich werde schon noch den Absprung in diesem Video hier schaffen. Aber meistens ist Ende bei Dorfromantik echt nur, wenn wirklich Ende ist. Dann hat man eine Absprungsmöglichkeit. Und kann sagen, jetzt reicht's. Ich komme nochmal so, ja, ist okay. Hier ist auch ganz pretty. Ja, machen wir einfach mal so. So, hier hätte ich ein abschließendes Fliesenstück sozusagen. Hier ist auch die letzte Grenze, da brauche ich nachher einen Zweier. Um irgendwie mit abzuschließen. Oder ein Dreier. Ein Zweier ist wahrscheinlicher, dass ich das kriege. Ich mache mal hier das Einser noch ran. 14 Karten übrig. Hier könnte ich jetzt dann doch so langsam mal doch weiter versuchen zuzubauen. Das mache ich auch. Ich will hier ein Endstück. Oder hier oben später ein Endstück, das ich reinpacken kann, dass das einfach auch mal so ein bisschen dicht ist. So, aber hier mache ich dann jetzt leider nicht damit zu. Ich will hier ja zumachen. Ich brauche hier nachher ein Stück, um zuzumachen. Deswegen kommt dieses Dreier da erstmal nicht hin, sondern das Dreier klatsche ich einfach mal hier hin oder so. Will nicht einfach irgendjemand anders, will nicht, kann irgendjemand von euch abmoderieren? Einfach mal irgendjemand jetzt hier kurz rein und mir mal aus dieser doch etwas prekären Lage heraushelfen. Das finde ich ganz nett. So, hier müssen 13 Felder dran. Ich habe zum Glück hier so ein bisschen angefangen oder hier. Oh, hier ist sexy. Hier ist sehr sexy sogar. So, die Windmühlen halbwegs richtig stellen. Und hier kann ich jetzt leider nicht perfekt abschließen. Da können wir aber so ein bisschen die Kombination mit dem Feld nochmal weiter wagen und dass man hier nochmal so eine Bahnstrecke hat. Ja, hier noch die Farm etwas vergrößern. Oh, hier wäre aber auch ein Endstück. Oh ja. Oh, Baby. Oh, ja, ein Endstück. Endlich ist die Lücke da mal gestopft. Guckt euch mal an, wie das jetzt hier endlich mal was aussieht. Klar, hier immer noch Lücke, aber wir können gucken, fast. Ja, ne, ja, es wird was. Ihr könnt euch doch gar nicht mehr erinnern, wie der Anfang war. Ihr könnt euch doch alle gar nicht mehr dran. Oh, damit. Die eine Quest mache ich mir damit zwar kaputt, aber das ist mir jetzt. Ich bin ein Rebell! Weil ich schließe damit hier ab, krieg gleichzeitig die Quest hin und bin jetzt bei 15. Ich hab mir gesagt, wenn die Mitte hier gestopft ist eigentlich. Ich hab's mir gesagt, wenn die Mitte hier gestopft ist. So, wir steuern sonst wirklich auf eine Stunde zu. Dafür hatte ich früher extra Formate. Das hieß Let's Play for an Hour. In English, please. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich muss jetzt mal einen Schnitt setzen, damit der Dominik im Schnitt sich nicht völlig selbst verflucht. Das ist selbsthassfördernd, das ist nicht gut. Ganz im Gegensatz zu Dorfromantik. Das ist dörfliche Romantik fordernd, wie der Titel schon sagt. Okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Ich mache jetzt hier aus. Und so weiter. Ich muss einfach mal die Quests ignorieren und einfach nur schön drüber schauen. Wie im Intro. Wirklich wieder die Dorfromantik leben. Wobei die das vielleicht doch auch in Dorfsucht umbenennen können. Da wird ein ganz neuer Begriff definiert. Hallo Bambi. Aber es ist natürlich auch Entspannung, die hier passiert. Und die sollte man auch walten lassen. Da, ohne eine Quest, ohne nix. Die Felder, die ich vorher beschrieben habe. Die goldenen Felder. Schöne Wiesen. Und ja, es wurde frisch gedüngt.